Das buddhistische Königreich Kambodscha, idyllisch am Mekong gelegen, und seine Hauptstadt Phnom Penh sind auch Wahlheimat des Schweizers Timon Seibel. Als Sozialarbeiter für die NGO Moms Against Poverty hat er die Jungs in Gastfamilien untergebracht und ist eine Art Vaterfigur geworden. Nach dem Besuch eines Metal-Konzertes waren sie so fasziniert von der lauten, eruptiven Musik, dass sie kurz darauf selbst eine Band gründeten. Für die NGO eine neue Form der Aggressionstherapie. Mit Erfolg. Und da haben die dann halt Gas gegeben. Da haben wir damit gearbeitet, zu sagen, okay, wenn du jetzt aggressiv bist, Enttäuschung spürst und wo du dann früher dies und jenes gemacht hast, nimm den Impuls, geh in den Raum und hau das Schlagzeug. Ja. Wurde dann auch teuer, weil dann natürlich immer alles kaputt geht, aber das haben wir gemacht. Auch 5 Jahre nach der Bandgründung gibt es immer wieder Rückschläge. Ein Abdriften in die Illegalität ist immer in Reichweite. Deswegen lebt Sänger Tirra im Moment auch wieder in einer Gastfamilie in der Nähe des Proberaums, wo er die Bandtexte in der lokalen Sprache Khmer schreibt. Gitarrist Vijay unterstützt seine Mutter beim Betreiben ihres Imbissstandes. Weil sie als Witwe mit 5 Kindern überfordert war, musste sie ihn als Kind abgeben. Heute ist sie stolz auf ihn. Also ich will, dass mein Sohn das macht, was er liebt, und das ist die Musik. Er kriegt da meine Unterstützung und den Imbiss kann ich alleine betreiben. Und bald kommen meine Töchter aus der Schule und können mir auch helfen. Die Band packte auch mit an, als die NGO ein kleines Musikfestival ausrichtet. Die Bühne wurde in einem Workshop gebaut und bekommt nun ein Dach, um sie vor dem saisonalen Monsunregen zu schützen. Es tritt auf Rain and Slumber, die erste kambodschanische Metalband und Inspiration für Dutch Guy. Die Szene ist vielleicht die kleinste der Welt mit nur 2 Bands. Es gibt keine Alternative-Szene. Traditioneller Popschlager dominiert. Von Metal-Musik kann in Kambodscha niemand leben. Deswegen ist die Unterstützung füreinander aber umso größer. Wenn man als Kambodschaner irgendetwas auf einer internationalen Plattform sieht, das mit unserem Land zu tun hat, ruft man seine Familie an und freut sich, dass Kambodscha in den News ist. Und es ist so fantastisch, dass uns eine Band in Wacken vertritt. Und ich hoffe, dass das auch uns als kleine Szene etwas Aufmerksamkeit beschert. Das ist mega. Ihr märchenhafter Aufstieg hat Dutch Guy den Titel Slumdog Metal Band beschert und Glück gebracht. Nachdem sie schon im letzten Jahr in Wacken spielen sollten und die Visa verwehrt bekamen, hat es in diesem Jahr erst kurz vor knapp mit der Einreise geklappt. Auf ihrem Abschiedskonzert hat die Band so viele Zuschauer wie noch nie. Aber das ist natürlich kein Vergleich zu Wacken. Lasst uns lieber nicht darüber sprechen, wie viele Leute sonst zu unseren Konzerten kommen. Im Regelfall so 10 Zuschauer. Und jetzt in Wacken erwarten uns mehr als 80.000 Menschen. Das ist Wahnsinn. Mein Herz schlägt ganz heftig und ich glaube, das verändert unser Leben, unsere Zukunft. Ich weiß gar nicht, was ich auf der Wackenbühne zu den Menschen sagen soll. Die weltweite Metal-Community empfängt Dutch Guy mit offenen Armen. Für die 16- bis 20-jährigen Teenager, die nie zuvor ihre Heimatstadt verlassen haben, ist das Open Air ein positiver Kulturschock. Die Metalheads feiern das 30-jährige Jubiläum des Festivals in Norddeutschland überschwänglich und haben auch den Werdegang der Kambodschaner aufmerksam verfolgt. Hier sind so viele Menschen, mehr als ich je gesehen habe. Die Leute haben uns auf YouTube gesehen und sprechen uns auf unsere Geschichte an. Das macht mich überglücklich. Für die Presse ist das Metal-Märchen eine tolle Geschichte. Erinnert es sie doch an die Ursprünge des Festivals. Ein paar Jungs rund um Gründer Thomas Jensen wollten einfach Metal auf die Bühne bringen. Ich bin sehr stolz, dass wir es gemeinsam geschafft haben, sie herzuholen. Und wir haben ihnen bewusst eine kleine Bühne für ihren Auftritt gegeben, damit sie in ihrer Karriere noch wachsen können. Wenn ihr abliefert, holen wir euch wieder. Aber die kleinste Bühne in Wacken ist immer noch größer als jede Bühne in Kambodscha. Eine Wacken-Tradition hat die Band schon vor ihrem Auftritt verinnerlicht. Angrillen auf dem Zeltplatz. Die Slumdog Metal Band aus Kambodscha ist angekommen.